Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren, liebe Freunde, liebe Freundinnen. Es ist sehr schön, Sie alle zu dieser besonderen Veranstaltung, einer Matinee, heute begrüßen zu dürfen. Einer Matinee, die natürlich, das ist klar, für alle Beteiligten am liebsten direkt in Ravensburg im Ummenwinkel stattgefunden hätte. Schon sehr lange ist diese Veranstaltung in Vorbereitung, aber alle Beteiligten haben sich entschieden, das doch nochmal aus Sicherheitsgründen online zu machen. Die Veranstaltung heute hat ja den Titel Verfolgung und Erinnerung in Ummenwinkel, Sinti und Roma in Ravensburg. Wir werden ein Gespräch führen über Ausgrenzung und Verfolgung der Ravensburger Sinti und Roma im Nationalsozialismus, aber auch über den Kampf um Erinnerung und über Sinti und Roma als Teil der Stadtgesellschaft. Das Besondere heute Morgen ist natürlich unter anderem, dass es eine gemeinsame Initiative von unterschiedlichen Einrichtungen ist und zum anderen auch, dass wir wirklich eine große Zahl wirklich engagierter und auch kompetenter Gesprächspartner hier heute Morgen gewinnen konnten. Unsere Veranstaltung wird gemeinsam durchgeführt von der Gedenkinitiative Mahnmal Ravensburg, von der Initiative Lern- und Gedenkort Hotel Silber und dem Haus der Geschichte Baden-Württemberg sowie vom Verband Deutscher Sinti und Roma Landesverband Baden-Württemberg. Dort arbeite auch ich. Mein Name ist Tim Müller. Und außer die Runde, die ich gleich noch kurz vorstelle, möchte ich natürlich alle Zuschauer begrüßen. Sowohl diejenigen, die an dem Webinar teilnehmen, als auch diejenigen, die jetzt diese Veranstaltung über den Livestream auf YouTube verfolgen. Für alle, die im Webinar sind, es wird später, so kurz nach 12 ungefähr, die Möglichkeit für Fragen geben und auch Antworten aus dieser Runde. Sie können die Fragen aber auch schon vorher aufschreiben, aber wir werden sie dann erst lesen und dann, je nachdem, wer dafür sich zuständig fühlt, auch beantworten. Dafür nutzen Sie das Formular F und A, Fragen und Antworten, das unten steht, da können Sie Ihre Fragen hineintippen und dann können wir sie im letzten Teil dieser Veranstaltung dann auch noch beantworten. So, jetzt möchte ich aber diese Runde gerne vorstellen. Ich beginne mit gewissermaßen ja, der eigentlichen Gastgeberin, besonders wenn es vor Ort stattgefunden hätte. Das ist Magdalena Guttenberger, sowohl vom Landesverband als auch natürlich vor Ort von der Gedenkinitiative Mahnmal Ravensburg und seit vielen Jahren auf diesem Feld tätig. Und wir freuen uns natürlich, dass jetzt diese Initiative Wirklichkeit geworden ist und wir diese Veranstaltung heute durchführen können. Dann möchte ich gerne begrüßen Christine Stuhler-Seitel. Sie gehört natürlich mit Magdalena zusammen zur Gedenkinitiative Mahnmal Ravensburg. Aus dem Gemeinderat in Ravensburg möchte ich gerne herzlich begrüßen Frau Heike Engelhardt. Sie ist die SPD-Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat Ravensburg und auch gedenkpolitisch, kann man sagen, auch schon sehr lange aktiv. Und wir möchten begrüßen Frau Maria Weidmann, die Grünen-Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat Ravensburg. Und dann geht ein herzliches Willkommen an die Vertreter der Stadt, wenn man das so nennen will. Herrn Simon Blümke, da sind wir sehr froh, dass der erste Bürgermeister der Stadt Ravensburg auch heute dabei ist, was das große Engagement der Stadt zeigt. Und Frau Mücke, Sabine Mücke, als Direktorin des Museums Humpes-Quartier. Und dann möchten wir natürlich noch Daniel Strauß begrüßen, den Vorsitzenden des Verbands Deutscher Sinti und Roma Landesverband Baden-Württemberg. Das Schöne ist, dass diese gemeinsame Beschäftigung mit diesem Thema, eigentlich vor Ort begonnen hat. Also wir führen hier heute unterschiedliche Stränge zusammen. Wir haben gesehen, die Stadt, der Gemeinderat ist dabei, der Landesverband. Es ist die wissenschaftliche Seite dabei mit dem Museum und viele wissen auch, es bestanden auch enge Kontakte zu Esther Sattig, die Dissertation zu dem Thema geschrieben hat, aber heute nicht dabei sein kann. Aber das Besondere ist, glaube ich, dass diese Veranstaltung eigentlich, sagen, lokal
geschaffen wurde, dass durch die Gedenkinitiative und durch Magdalena Guttenberger eigentlich der Gedanke aufkam. Und ich glaube, jeder, der konstruktiv an Erinnerungsarbeit in Ravensburg interessiert ist, wird heute diese Veranstaltung einfach begrüßen. Und wir wollen starten. Ich habe das gerade erwähnt. Die Gedenkinitiative Mahnmal Ravensburg hat hier ganz entscheidende Vorarbeit geleistet. Es geht ja um dieses Lager ganz zentral, das kommunale Zwangslager, das sogenannte Zigeunerlager, das ab 1937 die Stadt Ravensburg eingerichtet hat und wie man auch daran erinnert. Wir wollen aber auch die Geschichte davor und danach in den Blick nehmen. Magdalena Guttenberger und Christine Stuhler-Seitel wollen uns ein bisschen in das Thema einführen. Sie haben auch einen Film vorbereitet, der uns einfach auch mal vor Ort führt. Das, was wir heute Morgen nicht so leicht tun können, dass wir selbst eine Besichtigung vornehmen können. Und das wollen wir uns jetzt zusammen einführend anschauen. Soll ich den Film jetzt starten? Ja. Aber beziehungsweise Christine, du würdest ein paar Worte sagen. Lieber Tim, vielen Dank für deinen freundlichen und wohlwollenden Worten in den Morgenstunden. Ja, wir als Gastgeber hätten es natürlich lieber gesehen, vor Ort im Ummenwinkel euch alle begrüßen zu können und direkt vor Ort zu haben. Jedoch, die Corona-Lage, das war uns alles zu unsicher und deshalb die Online-Veranstaltung. Aber wie ihr seht, ist es ja uns gut gelungen und durch die ganze Vorarbeit konnten wir jetzt ja den Start heute beginnen. Also ich möchte euch auch nochmal ganz herzlich begrüßen und willkommen heißen hier in digitaler Form. Die heutige Diskussionsrunde soll ja den persönlichen Kontakt ergänzen und vielleicht auch den persönlichen Kontakt in Zukunft verbessern. Die Thematik der örtlichen Erinnerungs- und Gedenkkultur widmen wir uns als Verein schon länger. Ich selbst bin die erste Vorsitzende des Vereins Gedenkinitiative Mahnmal Ravensburg e.V. Frau Guttenberger ist die zweite Vorsitzende und wir sind ein historischer und noch junger Verein, gegründet erst 2018, nach dem Brand der Jodokkirche. Die katholische Kirche, die brannte am 10.03.18 und wir, die Begründer der Gedenkinitiative, machten uns große Sorgen, wie das wohl mit dem Gedenken, dem Gedenktag und der Gedenkveranstaltung überhaupt künftig weitergehen sollte. Wir, die Gründungsmitglieder, hatten Angst, dass das Gedenken am Mahnmal, am Sinti-Mahnmal, nicht mehr stattfinden kann und diese gepflegte Tradition der Erinnerungskultur verloren gehen würde. Deshalb haben wir uns als Verein die Hauptaufgabe und als oberste Priorität gesetzt, das jährliche Gedenken am Sinti-Mahnmal an der Jodex-Kirche aufrechtzuerhalten und mindestens einmal jährlich in einem größeren Rahmen zu erinnern. Genau genommen wird erinnert seit dem 13. März 1998. Dieses Datum, der 13. März 1943, sollte als kollektives Gedächtnis in Erinnerung beibehalten werden von der Opfergruppe der Sinti und Roma und andererseits als auch von der Zivilgesellschaft. Und genau nach 55 Jahren nach der Deportation von den Ravensburgern Ummenwinklern ins Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau fand ein ökonomischer Gottesdienst statt, organisiert und initiiert von Frau Guttenberger mit den Auschwitz-Überlebenden. Jedes Jahr sollte nun erinnert werden. Erinnert an, so steht es auch auf der Inschrift am Sinti-Mahnmal, zum Gedenken an die 29 Ravensburger Sinti, die am 13. März 1943 in das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau deportiert und in den Jahren 43 und 44 ermordet wurden.
Sie waren alle Bürger und Bürgerinnen der Stadt Ravensburg und gehörten zur Pfarrgemeinde St. Jodok. Darauf folgen die 29 Namen der Ravensburger Sinti mit Angaben ihres Geburtsjahres. Was auch noch war von uns als Hauptanliegen des Vereins, den deportierten Menschen aus dem Ummenwinkel in der NS-Zeit wieder einen Namen als auch wieder ein Gesicht zu geben. Denn die Nummer, die KZ-Nummer, zeugte von Unmenschlichkeit. In den Gedenkveranstaltungen, in unseren Gedenkveranstaltungen, ist es auch von großer Bedeutung, dass der Begriff Tötung ersetzt wurde durch den Begriff der Ermordung. Die Änderung und Umwandlung der Begrifflichkeiten hatte uns als Akteure viel Kraft, Zeit und Anfeindung gekostet. Dies dauerte 10 Jahre, also fast ein Jahrzehnt. Heute, so denke ich, auch gerade auch in der Vorbereitung zu dieser Veranstaltung, ist es fast selbstverständlich, dass wir nicht nur die Opfergruppe der Sinti, dieser Personenkreis, sondern auch wir, die Mehrheitsgesellschaft, von Ermordung im Zusammenhang mit dem Geschehnis und der Gräueltaten der NS-Regimes sprechen und benennen. Wenn Sie mehr über unsere Vereinsaktivitäten, Vorhaben, Mitgliedschaften, Spenden und so weiter erfahren möchten, stehe ich Ihnen auch gern nach der Veranstaltung zur Verfügung oder Sie können mir auch gerne eine Mail schreiben unter info@mahnmalravensburg.de. Ja, das war jetzt einmal unser Hauptaufgabenmerk unseres Vereins. Und jetzt nur mal ganz kurz nochmal zum Denkmal eine kurze Beschreibung. Die Stele selbst, die besteht aus einer Stahlschiene. Der Zug fährt nach Auschwitz mit fast allen seinen Namen. Ich erwähne es deshalb, weil es nachher in dem Film, in dem wir gedreht haben, natürlich haben wir als Verein keine Mühen und keine Aufgaben gescheut, den kleinen Film zu drehen, den ihn nachher präsentieren. Und hierbei nochmals vielen, vielen Dank an alle helfenden Händen hinter und vor der Kamera. Eins mag ich nur ganz kurz dazu sagen, ich denke, das ist nämlich wichtig, wenn wir im Anschluss den Videoclip sehen, dass dort drei wichtige Merkmale sind, aus was der Film besteht. Einerseits besteht ein Merkmal oder eine Sichtperspektive, das Sinti-Mahnmal an der Jodokkirche in Ravensburg innerhalb der Stadt. Dann das andere ist der Weg aus der Stadt hinaus zum heutigen Freizeitgelände und der jetzigen Siedlung Ummenwinkel. Und das andere Merkmal des Films ist, von dort ist der Ausgangspunkt des Weges, der Weg von der Siedlung Ummenwinkel an den vermeintlichen Platz, die Aufstellung von den Zigeunerbaracken im Ummenwinkel und ausgewiesen als Zigeunergehege. Ja, jetzt Magdalena, jetzt weiß ich nicht, möchtest du noch ein paar Worte sagen? Ja, vielleicht nach dem Film. Ansonsten würde ich sagen, ja, nun lassen Sie uns gemeinsam den Weg antreten und den Weg gehen. Dann würde ich bitten, Film ab.
befinden uns hier in unmittelbarer Nähe des ehemaligen sogenannten Zigeunerlagers. Den genauen Standort kann ich euch leider nicht zeigen, da es hier in den letzten Jahrzehnten viele bauliche Veränderungen, wie zum Beispiel Radwege, neue Brücken, gegeben hat. Die Sinti-Familien wurden auseinandergerissen und in den Todeslagern deportiert. Das Ziel der Ausstellung in Ravensburg Humbis Museum soll sein, über die Gräueltaten, die im sogenannten Ravensburger Zigeunerlager während der NS-Zeit zu berichten und aufklären. Magdalena, möchtest du noch was sagen oder sollen wir mit Frau Wücke fortfahren? Ja, dazu möchte ich jetzt sagen, klar, wenn ich das Video nochmal sehe, das ist noch nicht lange her, dass wir den gedreht haben. Ja, mir ist immer mehr bewusst, wie weit wir von der Stadt Ravensburg, von Kern, tatsächlich entfernt waren. Alleine. Und die Überlebenden, die dann zurückgekehrt sind, wie sie mir gesagt haben, aus der Hölle und dennoch zurück in diese Baracken. Ja, dazu vielleicht später mehr. Du kannst weitermachen, lieber Tim. Vielen Dank dir, vielen Dank euch dreien für diesen schönen Beitrag, dass wir uns auch alle ein Bild machen konnten von dem Ort und wir heute auch aussieht. Wir würden jetzt auch kommen, du hast das gerade erwähnt, die Ausstellung, die jetzt auch nach vielen Hürden im Museum Humbis-Quartier in Ravensburg eröffnet wurde. Die Ausstellung Ausgrenzung und Verfolgung. Ravensburger Sinti im Nationalsozialismus. Und ich glaube, man muss einfach dazu sagen, das ist schon ein gewisser Meilenstein. Ne? Denn man wird nicht sehr viele Städte finden, in der es eine so intensive Auseinandersetzung und dann eben Umsetzung in einer Ausstellung gibt, wenn wir ganz Deutschland durchschauen. Also insofern wirklich eine bemerkenswerte Ausstellung, die hoffentlich viele sehen können. Auch der Katalog wird dazu erscheinen. Und Frau Mücke, Sie verantworten die Ausstellung. Sie haben die mit vielen Beteiligten zusammen entwickelt. Und ja, wir würden Sie bitten, dass Sie die Ausstellung ein bisschen vorstellen in den nächsten Minuten. Ja, vielen Dank und auch von mir nochmal einen guten Morgen und ein herzliches Willkommen und auch vielen Dank für diese Einladung. Ich muss mich gleich vorweg auch etwas entschuldigen. Meine Stimme ist nicht die allerbeste. Ich habe mir eine Sommergrippe, Erkältung oder was zugezogen und das erweist sich als hartnäckig. Ich hoffe, Sie können mich trotzdem gut verstehen. Ich freue mich, dass ich hier die Gelegenheit habe, Ihnen auch die Ausstellung kurz vorzustellen und würde Sie jetzt so durch einen kleinen Rundgang einladen. Ich würde jetzt nicht im Detail auf die jeweils auf die Inhalte eingehen, also nur kurz, sondern ich würde vor allen Dingen eben auch die Arbeit an dieser Ausstellung und auch die Bedeutung der Zusammenarbeit mit Ravensburger Sinti in den Vordergrund rücken und auch so ein bisschen aufzeigen, was letztlich die Chance oder auch das Potenzial dieser Ausstellung sein könnte. Frau Rüsing, Sie dürften jetzt das erste Bild meiner Präsentation auch einblenden. Das zeigt nämlich das Plakat zur Ausstellung Ausgrenzung und Verfolgung der Ravensburger Sinti im Nationalsozialismus, die gleichzeitig, das möchte ich noch erwähnen, auch die erste Ausstellung im Museum Humbis-Quartier überhaupt ist, die sich mit dem Thema Ravensburg im Nationalsozialismus beschäftigt. Und wir haben aufgrund der wirklich wegweisenden und auch für die Ausstellung sehr impulsgebenden Veröffentlichungen, die Forschungsarbeiten von Frau Dr. Esther Sattig, die Sie auch schon erwähnt haben, haben wir noch. Das war letztlich nochmal ein Auslöser, auch diese Ausstellung jetzt zu machen, weil es einfach ein lang überfälliges Thema ist,
das auch in der Dauerausstellung des Museums bislang nicht präsent ist. Und die Ausstellung, das kann ich auch gleich erwähnen, wurde jetzt schon verlängert, und zwar bis Ende Januar, bis zum 30.01.2022, einfach weil wir auch allen die Möglichkeit geben wollen, diese Ausstellung anzuschauen, gerade auch natürlich den Ravensburger Schulen, die dann nach den Sommerferien auch noch genügend Gelegenheit haben im neuen Schuljahr. Die Ausstellung selbst findet im Museum Humpes-Quartier statt, auf etwa 200 Quadratmeter. Das ist unser Wechselausstellungsbereich. Das heißt, wir können natürlich auch mit dieser Ausstellung nicht alles in der Tiefe darstellen, wie wir es vielleicht gerne getan hätten. Das würde einfach den Rahmen sprengen. Der Kern der Ausstellung ist die Zeit des Nationalsozialismus. Aber wir wollten eben auch davor und auch danach gucken, auf die Kontinuitäten, aber vor allen Dingen auch auf die Vorgeschichte. Denn Sinti leben in Ravensburg, also nachweislich in den Akten sozusagen seit Ende des 19. Jahrhunderts, wahrscheinlich aber schon viel länger. Und ich sage immer, auch wenn es dort keine gesicherten Quellennachweise jetzt bei uns im Stadtarchiv gibt, es ist eigentlich eher ein gutes Zeichen. Denn es ist eben oft so, dass erst mit irgendwelchen Beschwerden von Seiten der Mehrheitsgesellschaft, von vorgeblichem Regelungsbedarf, letztlich die Sinti und Roma als Gruppe in den Akten auftauchen. Man könnte auch sagen, in der Zeit, wo es keine Quellen gab, gab es vielleicht ein besseres Miteinander oder zumindest keine offen ausgetragenen, also Verdrängungsmechanismen seitens der Mehrheitsgesellschaft. So setzt unsere Ausstellung, und jetzt dürfen Sie auf das zweite Bild umschalten, Frau Bösing, setzt auch ein mit dem mit der Zeit, ja, so in den 20er, frühen 30er Jahren. Denn für Ravensburg ist es auch das Besondere, dass es eine sehr umfängliche Bildersammlung gibt. Die Sammlung eines Ravensburger Verlegers und Druckers, Josef Zitrell, die im Stadtarchiv Ravensburg überliefert ist und die insofern singulär ist, weil es eine Bildersammlung von unterschiedlichen Fotografen sind, die dort an diesen Josef Zitrell Bilder gegeben haben, die er sozusagen kuratiert hat, wenn man so möchte, und eine Sammlung, eine Mappe angelegt hat. Und dort finden sich sehr viele Bilder, die auch im privaten Kontext von Sinti-Familien aufgenommen wurden. Wir vermuten auch, und das haben auch Gespräche mit Sinti ergeben, diese Bilder sind auch in Familienbesitz oder sie wurden als Passbilder verwendet und sie zeigen auch teilweise sehr private Szenen. Es sind zum Beispiel Hochzeitsfotos dabei oder auch Beerdigungen. Und es zeigt, wie sehr viel von dem Selbstverständnis und auch von der Art, wie sich die Sinti in Ravensburg als Bürger auch verstanden haben. Sie waren Kirchengemeindemitglieder, sie haben an eben religiöse Bräuche teilgenommen, sie waren auch als Gewerbetreibende in der Stadt präsent. Es ist einfach durch die Überlagerung der Geschichte, glaube ich, auch aus dieser Zeit viel in Vergessenheit geraten. Und das war vor allen Dingen jetzt auch in der Vorbereitung dieser Ausstellung. Dieser Raum, also den ja auch schon mehrere Leihgeberinnen und Leihgeber und verschiedene Sinti auch aus der Community Ravensburg und auch der Umgebung besichtigt haben. Es war immer toll, um diese Vitrine herumzustehen und eben auch die Bilder anzugucken. Und es kamen immer noch Hinweise, wo das vielleicht gewesen ist, wer da abgebildet ist. Und das zeigt eben auch, wie wichtig es ist, sich diese Expertise auch zu holen. Denn in den Archiven, die Überlieferung ist natürlich geprägt, also erstens spiegelt sie immer auch einen fremden Blick wider und Herrschafts- und Machtverhältnisse lassen sich darin ablegen und ablesen. Und natürlich sind auch die Bezeichnungen in den Archiven, die diesen Dokumenten manchmal beigegeben sind, natürlich schlichtweg falsch. Da komme ich vielleicht später nochmal dazu. Sie sehen auch im Hintergrund nochmal die vier jungen Sinti da auf unserem Plakatmotiv, die wir auch alle namentlich benennen konnten und die auch im weiteren Verlauf der Ausstellung mit ihren Biografien und Erzählungen auch immer wieder auftreten und vorkommen. Ein
weiterer wichtiger Punkt auch in der Zusammenarbeit mit dem, mit der Community war nicht nur, dass sie uns natürlich als sekundäre Zeitzeuginnen geholfen haben bei der Einordnung von Bildmaterialien oder auch von Dokumenten oder einfach auch sehr viel in der Community mündlich tradierte Erzählungen weitergegeben haben. Aber sie haben uns vor allen Dingen auch immer wieder darauf hingewiesen, dass diese Bilder ja auch keine neutralen Dokumente sind und dass einfach auch die Sensibilität nochmal im Umgang mit diesen Dokumenten auch hingewiesen. Und auch einfach gezeigt, oder wir haben dann auch darüber gesprochen, ja, wie es ihnen auch wichtig ist, repräsentiert zu werden in so einer Ausstellung. Dass eben auch nicht Zuschreibungen oder oft, gerade in den schriftlichen Dokumenten, finden sich natürlich auch sehr viele pejorative, also abwertende Zuschreibungen, dass das in einer Ausstellung einfach auch nicht wieder reproduziert wird. Und deswegen war es für uns, waren diese Gespräche auch wichtig, um letztlich einen sensiblen Umgang mit diesen Dokumenten zu finden. Weil einerseits möchte man ja auch die Dinge zeigen, weil man möchte das, was passiert ist, ja auch wissenschaftlich und genau darstellen. Allerdings wertet man natürlich, wenn man da jetzt irgendwie ein Schriftstück, ein Beschwerdeschreiben einer Ravensburger Firma oder so, das einfach so in eine Vitrine legt, läuft man auch immer die Gefahr, eben diese Vorurteile oder das, was eben in dieser auch rassistisch geprägten Sprache dort wiedergegeben wird, dass man es eben reproduziert. Jetzt gehen wir zum nächsten Bild, bitte. Das ist dann im zweiten Teil der Ausstellung, eigentlich der zentrale Ausstellungsraum, wo es vor allen Dingen auch um das Zwangslager und den Winkel geht. Sie sehen in der Mitte so einen etwas seltsam geformten Tisch. Dieser Tisch nimmt praktisch etwas abstrahiert die Form des Zwangslagers im Umwinkel auf, die wir aus den Plänen von 1937 ablesen konnten. Wir haben diesen, was ja gerade schon anklang, ne, wie weit entfernt das Lager eigentlich war, wie es eigentlich an der Stadtgrenze ganz außerhalb gelegen war, also was auch zeigt, welche Bedeutung eben auch diese Verortung und die Orte in der Stadt im Herrschaftsgefüge haben. Also wer dazugehört, der ist in der Innenstadt, ist in der Stadtmitte. Das zeigt sich gerade auch an dem Bild, was Sie im Hintergrund sehen. Dort ist der, das ist jetzt etwas schwer zu erkennen, der auch mit Hakenkreuzfahnen geschmückte heutige Marienplatz mit Ravensburgerinnen, die dort offensichtlich ganz normal und vergnügt shoppen oder flanieren gehen. Das Zentrum wurde auch für Aufmärsche, natürlich für Paraden, für die Repräsentation des Regimes genutzt. Und alle, die eben dieser Volksgemeinschaft, die Nazis ja propagierten, nicht angehört haben, die ausgegrenzt wurden, wurden an Ränder, in Lager, in Heilanstalten, bis hin dann eben in Konzentrationslager deportiert. Und wir kehren das jetzt in dieser Ausstellung um und verzahnen sozusagen immer in diesem Raum auch die relative Normalität der Mehrheitsgesellschaft und eben die zunehmende Ausgrenzung und Verfolgung der Minderheit, die eben da sind. Und auf diesem Tisch sehen Sie, sind dann eben auch alle Dokumente, die das Zwangslager betreffen, zu sehen. Also wir haben einmal Pläne, es waren ja unterschiedliche Standorte im Gespräch. Dann gab es Ausschreibungen, wo auch zahlreiche Ravensburger Baufirmen beteiligt waren. Es ging dann um die Organisation des Lagers, in die ja auch die städtische Verwaltung mit dem Stadtpfleger, mit der Fürsorgerin, aber vor allen Dingen im Bereich der Kontrolle und der Bewachung auch die Ortspolizei einbezogen war. Und an verschiedenen Dokumenten sehen Sie, ist eben auch sozusagen die Handschrift im wahrsten Sinne des Wortes der Täter und der Verantwortlichen erkennbar. Also Sie sehen, wie viel auch einfach über den Tisch von dem damaligen Bürgermeister Rudolf Walzer lief, der eben dann eben auch als Chef der örtlichen Polizei, bei dem natürlich das alles zusammenlief und der da auch sehr gut informiert war und eben auch sehr rege, was die Forcierung dieses Lagerbaus anging. Es wurde ja vorher auch schon einführend erwähnt,
Im Zentrum steht natürlich die Geschichte des Zwangslagers, denn das ist ein kommunales Lager, was wirklich auf eine auf die Initiative auch der Stadt Ravensburg entstanden ist. Es gibt da die Entstehungsgeschichte ist länger, die geht auch schon vor 33 los. Es geht letztlich immer darum, für die Sinti einen Platz zu finden, wo sie die Mehrheitsgesellschaft nicht stören. Es ging auch um Neubauprojekte, gerade im Ravensburger Südwesten, der heutigen Schussensiedlung. Und ein Verdrängungsprozess setzte ein und es gipfelte schließlich in diesem Zwangslager. Und das eben bevor sozusagen die Stellen des Reiches mit Erlassen, wie dem Festsetzungserlass oder dann auch später dem Auschwitzerlass, überhaupt darauf drangen oder hinwiesen. Also dieses Beispiel zeigt eben auch sehr gut wirklich die Handlungsmöglichkeiten und auch den doch die große Eigeninitiative, die eine Stadt an den Tag legen konnte und relativiert damit eben auch dieses Bild, naja, der Nationalsozialismus war irgendwas, was von oben über die Menschen kam und oktroyiert wurde, sondern hier vor Ort war der Nationalsozialismus eben sehr konkret und war auch mit handelnden Personen und Akteuren verbunden. Und ich glaube, das ist auch eine Chance einer stadtgeschichtlichen Ausstellung, dass das Thema eben sehr viel konkreter und näher gebracht werden kann, wie in einer, ich sag jetzt mal, in einer großen Ausstellung der Nationalsozialismus. Also weil man auch wirklich, man kann Themen verorten und man kennt Protagonisten. Es gibt Plätze, die sind eben heute auch noch wieder erkennbar. Es gibt auch natürlich noch Personen und Nachfahren, die in Ravensburg leben, die eine Rolle gespielt haben, sowohl auf der Täter- wie auch auf der Opferseite. Dieser Tisch und dieser Bereich wird natürlich auch wieder ergänzt von sehr persönlichen Erzählungen von Ravensburger Sinti, die auch zu Lebzeiten bereits aufgeschrieben wurden. Also auch Daniel Strauß und Richard Verbrenn haben solche Erzählungen ja gesammelt und es sind einige Ravensburger Sinti dabei, zum Beispiel eben Hildegard Franz oder auch Cajetan Reinhardt, Sophie Trapp. Und diese Erzählungen, die Passagen, die sich wirklich auf den krummen Winkel, auf Zwangsarbeit, die sie in Ravensburg leisten mussten, bis hin dann eben zu dem Tag, dem 13. März 1943, der Deportation, die haben wir hier von Schauspielerinnen des Ravensburger Theaters einsprechen, nachsprechen lassen, dass man eben diese eindringlichen Dokumente auch in der Ausstellung anhören kann. Und dann natürlich auch die Erinnerungen von Martha Guttenberger spielen natürlich eine Rolle. Da könnten Sie jetzt vielleicht aufs nächste Bild umspringen. Ah, hier sieht man jetzt nochmal die Dokumente auf dem Tisch angeordnet sind, können wir gleich zum übernächsten gehen. Genau, wir haben eben zum Beispiel die Geschichte von Martha Guttenberger, die wurde ja nacherzählt oder Martha Guttenberger hat sie ihrer Schwiegertochter erzählt. Es war aber eben nicht so, wie vielleicht auch das Bild unten suggerieren mag, dass die beiden sich hingesetzt haben und dann hat Magdalena Guttenberger gesagt, so jetzt erzähl mir doch mal, sondern Martha Guttenberger hat einfach angefangen zu erzählen, weil sie musste davon erzählen, von diesen traumatischen und schrecklichen Erinnerungen an ihre Zeit im Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz. Und Magdalena Guttenberger hat sich angewöhnt, kleine Blöckchen und Zettelchen bei sich zu tragen in der Tasche, damit sie immer gleich praktisch mit stenografieren konnte, mehr oder weniger, wenn sie angefangen hat zu erzählen. Und diese Erzählungen wurden eben auch in einem Buch von Magdalena und Manuel Werner jetzt rekonstruiert und auch da haben wir diese Erzählungen einsprechen lassen und lassen sozusagen die Martha Guttenberger dort selbst zu Wort kommen und geben ihr eine Stimme. Wir haben auch immer versucht, eben diese Personen nicht nur in der Zeit des Nationalsozialismus darzustellen. Wir wollten vermeiden, sie jetzt auf diese Opferrolle zu reduzieren, weil das haben sie überhaupt nicht verdient und haben zumindest versucht, auch bei den Überlebenden auch darüber hinaus zu gucken. Wie ging es ihnen nach 1945 in Ravensburg? Welches Leben haben sie geführt, um ihnen sozusagen auch ihre Geschichte und nicht nur den Namen dort wiederzugeben?
Am Schluss der Ausstellung geht es auch über 45 hinaus und es geht auch natürlich nochmal um den Umenwinkel. Ich denke, da werden wir aber nachher noch dazukommen, deswegen kürze ich das hier ab. Was ich auch noch erwähnen möchte, dann zum Abschluss knüpfen wir sozusagen nochmal an das Thema Bilder und Selbstverständnis und auch Selbstbewusstsein der Ravensburger Sinti an, also und gehen da auch in die heutige Zeit. Und das war auch eine wichtige Erfahrung für uns, dass wir auch mit jungen Sinti, die im Sinti Power Club zum Beispiel auch sich zusammengefunden haben, um dort auch ihre Anliegen zu vertreten, aber auch mit anderen, dass wir da sehr viel gelernt haben, wie ist auch der Blick dieser Generation auf die Zeit zurück, was hat sich in der Community auch an Erzählungen von den, da ist es ja schon fast die Urgroßelterngeneration, was hat sich da gehalten und wie hat sich das geprägt, aber eben, was ganz wichtig ist, wie versteht sich diese junge Generation auch als heutige RavensburgerInnen und eben auch als Angehörige der nationalen Minderheit. Und es wird dann im Sommer, im August, soweit es möglich ist, werden wir auch Führungen anbieten, wo eben diese jungen Sinti mit Jugendlichen ihres Alters sozusagen gemeinsam durch die Ausstellung gehen und sozusagen dann dieses Thema auch in die Gegenwart holen. Ich glaube, damit möchte ich jetzt den kleinen Rundgang erstmal schließen. Ich danke natürlich auch allen, die mir und uns, meinem Team, dem Kurator auch Peter Fritsch, dabei geholfen haben, das so zusammenzustellen und alle, die natürlich auch durch Forschungsarbeiten dazu beigetragen haben. Esther Sattig habe ich erwähnt, aber auch für den Ausstellungskatalog wird es noch einen spannenden Beitrag geben von Frank Reuter, der sich eben gerade auch mit den Bildern der Sammlung Zitrell beschäftigt. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Mücke, für diese Einführung in die Ausstellung, die viele von uns eben leider noch nicht sehen konnten. Wir sind sehr gespannt. Wir wollen die Ausstellung gerne besuchen. Und ich glaube, man muss es einfach nochmal hervorheben, was das auch für ein wegweisendes Projekt ist. Nicht nur wegen der Fülle des Materials und der Geschichten, sondern weil mit dieser Ausstellung die allgemeine Geschichte anhand der Geschichte der Ravensburger Sinti erzählt wird. Das ist keine Sondergeschichte, etwas, was am Rand stattfindet, keine Geschichte, die schon so, wie sie erzählt wird, eine Geschichte der Marginalisierung ist. Und das ist wirklich auch, glaube ich, für die Bildungsarbeit und für die Forschung in dem Thema wegweisend und das, was, glaube ich, derzeit an vielen Orten, wo gute Arbeit geleistet wird, angestrebt wird. Also da sind wir wirklich gespannt auf die Besichtigung vor Ort. Und ja, wir möchten jetzt direkt weitergehen, sagen, wir haben ja noch unsere Podiumsrunde. Das Thema, wir merken es schon, ist eigentlich viel zu groß für eine kurze Matinee. Wir beginnen die Podiumsrunde, aber zunächst mit zwei Teilnehmerinnen und Teilnehmern, nämlich mit Daniel Strauß und mit Magdalena Guttenberger, bevor wir dann alle anderen mitzuschalten, die vorhin begrüßt worden sind. Wir wollten einfach euch zuerst die Gelegenheit geben, nochmal euren Bezug zum Thema zu schildern. Als Angehörige auch der Minderheit, als auch von Familien, die von der Verfolgungsgeschichte betroffen sind, aber eben auch als Menschen, die sich dafür engagieren, dass diese Erinnerung nicht verloren geht. Und bevor ich jetzt danach nochmal zu Daniel Strauß komme, und auch die Rolle der Erinnerungsarbeit, für auch was das bedeutet für Sinti und Roma in der deutschen Gesellschaft. Erst nochmal zu Magdalena Guttenberger. Frau Mücke hat das am Ende auch erwähnt, die Geschichte von Martha Guttenberger. Im Film haben wir ja vorhin schon gesehen, was mit dem Denkmal und seither geschehen ist. Aber vielleicht kannst du uns noch mal kurz schildern, wie du zu diesem Thema gekommen bist und diese Aufarbeitung zu deiner ganz persönlichen Verantwortung gemacht hast. Ja, liebe Tim, es war halt eben so, dass ich in eine Familie eingeheiratet habe, wo beide Eltern Überlebende des KZs waren und zusätzlich noch sehr viele da waren. Also ich betreute dann letztendlich 7 Überlebenden, aber nicht, weil ich es wollte, sondern weil sich die gerne
getroffen haben in der Baracke meines Schwiegervaters und Schwiegermama, die oft Karten gespielt haben oder auch zusammen gegessen haben, also damals noch in dem sogenannten Zigeunerlager. Und ich habe bemerkt, dass das sehr beschäftigt hat, alle, denn während des Kartenspiels hat sich immer wieder dann letztendlich das Ganze nahm ein Ende im Gespräch gegenseitig über ihre Zeit. Was ich da damit sagen will, heute bin ich noch traurig darüber, dass man sie vergessen hat. Ja, die Überlebenden hat man einfach vergessen. Deswegen sage ich jetzt gerade nochmal, hallo an die Welt. Hallo an die Welt. Ravensburg, Ummenwinkel, Zigeunerlager war nämlich eine ganz schreckliche Geschichte, haben sich dort ergeben. Die Menschen wurden geplagt. Als man mir erzählt hat, Eva Justin war hier, sie hätte mich vermessen, meinte mein Schwiegervater. Was da alles sonst passiert ist, steht ja viel in meinem Buch drin. Es war grausam. Die Geschichte, dass heute so weit gekommen ist mit Museum Humbistube, es ist wichtig. Und für diese Herzblut, ich weiß, wovon ich spreche, von Sabine Mücke und unsere Peter, dass sie das jetzt, es ist nie zu spät, doch so weit geschafft haben, wie es jetzt ist. Meine, also persönliche Herzwunsch ist, nicht nur, dass es gemacht ist, dass es da ist, sondern für die Zukunft, ja, vor allem die Schüler, junge Menschen dort ranzubringen, es zu sehen, es davon zu lernen. Denn wenn wir ganz ehrlich sind, wenn halbe Erdkugel zu Schutt und Asche gemacht worden ist durch NS-Zeit, was machen wir denn heute? Wir lernen doch aus der Geschichte, also ist für uns Klima sehr wichtig. Jeden. Und ich bin der Meinung, auch für die Zukunft, unsere Gesellschaft soll das Wissen, was man in Ummenwinkel den Menschen und den Kindern angetan hat, einfach mal nachzudenken und weiter informieren, denn die Zukunft ist wichtig. Und auch für meine Kinder, deren Enkelkinder, das ist mein Wunsch, die sollen nicht rennen um ihr Leben, so wie unsere Eltern es getan haben. Sie rannten um ihr Leben und letztendlich doch in KZ geendet hat. Wissen ist Macht und ich freue mich, würde mich sehr freuen. Und ich sehe das als ganz wichtiges Dokument für uns Ravensburger, dass viele Vernetzungen gibt, viele Informationen gibt, dass die Schulen auch mit involviert werden in diese Geschichte. Nicht nur Ravensburger, aber dass viele nicht wissen, dass mich begegnen fast immer Ravensburger, die mir sagen, auch Jugendliche, du, das habe ich nicht gewusst. Da stellt sich für mich dann eine Frage. Neben mir sitzt der Max, der ja in der Schule war. Er darf euch das jetzt kurz sagen, was er gelernt hat. Könntest du bitte so lieb sein? Ja. Also ich finde es halt traurig, dass ich dieses Thema gar nicht in der Schule wahrgenommen habe, gerade über die Sinti und Roma der Ravensburger und auch wegen dem Zigeunerlager im Ummenwinkel. Da haben wir leider nichts gelernt in der Schule. Allgemein über die NS-Zeit der Sinti und Roma in der Schule. Darum bin ich eigentlich sehr traurig drüber. Und vielleicht, dass man das ändern kann, dass man in der Zukunft halt mehr über dieses Thema sprechen kann und auch muss. Ja. Vielen Dank euch beiden, Magdalena und Max. Ne? Und jetzt komme ich zu Daniel Strauß, vielleicht mit der doppelten Bitte. Zum einen ist vielleicht auch mal für die Zuhörerschaft ganz knapp zu schildern, wie zentral überhaupt diese Frage der Anerkennung, auch des Völkermords, der Erinnerung ist. Und zum anderen als zweite Frage, ob du vielleicht kurz auch schildern kannst, was auch diesen Fall Ravensburg überregional so bedeutsam macht. Gerne.
Ja, also wir wissen, dieses Trauma des Völkermordes, das ist auf der einen Seite natürlich ein großes Thema der Opfergruppe, aber auch in der Mehrheitsgesellschaft gab es ja massive Verdrängungen und Mechanismen, sich diesem Thema eben zunächst nicht zuzuwenden. Nur da, wo der Druck groß war und man es tun musste, hat man sich dem gestellt. Das hat dazu geführt, dass der Völkermord an den Sinti und Roma erst 37 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg anerkannt wurde. Wir wissen, es hat noch 30 Jahre gedauert, bis dann das zentrale Denkmal für die ermordeten Sinti und Roma in Berlin realisiert wurde. Parallel in dieser Zeit gab es eine Menge von Gedenksteinen in verschiedenen Kommunen und Städten, die Regionalgeschichte dokumentiert hat. Und da wird sehr, sehr interessant und deutlich, wie das auch in Ravensburg ja durch den hervorragenden Beitrag von Esther Sattig auch aufgezeigt wird, dass die Initiative zu einer solchen Ausgrenzung, die Initiative zu einem Zwangslager eben von der Stadt, von der Kommune kam. Das war in Heidelberg nicht anders, als das in Ravensburg beispielsweise ist. Es gab massive Anstrengungen, auch schon in dieser Zeit oder auch in Frankfurt, schon bereits 1929 durch das sogenannte Zigeunergesetz, das Wilhelm Leuchner damals, der Innenminister in der Weimarer Republik, schon formuliert hat. Also wir sprechen hier eigentlich von dem Antiziganismus, der schon sozusagen Jahrhunderte traditionell in der Gesellschaft etabliert war. Die Nationalsozialisten konnten darauf aufbauen. Und wenn man das aufbrechen will, dann muss man nachdenken. Insofern auch nochmal möchte ich in die Diskussion hineinwerfen, reden wir von einem Mahnmal, reden wir von einem Denkmal? Also Denkmal ist da etwas neutral, um eben auch sich darüber Gedanken zu machen, warum ist es denn kein Thema in der Schule, wie Max das auch so formuliert hat. Nicht nur in Bezug auf den Nationalsozialismus, sondern auch auf die Jahrhunderte davor oder auch danach, nach dem Zweiten Weltkrieg und die Anerkennung als nationale Minderheit. Ich meine, was bedeutet nationale Minderheit? Es bedeutet, wie die Sorben und die Friesen und die dänische Minderheit in Südschleswig, dass sie nicht nur die gleichberechtigte Teilhabe, sondern einen besonderen Förderanspruch haben, nämlich ihre eigene Kultur, ihre eigene Identität, ihre Musik, ihre Literatur zu produzieren, auch die Kommunikation. Da sind wir noch ganz, ganz lange nicht. Wir beginnen damit, wenn wir darüber nachdenken. Nachdenken und auch erinnern, zusammenbringen. Nämlich die Stadtgesellschaft in Ravensburg zeigt ja, dass sie dem Thema sehr offen gegenüber ist. Und auch die Zusammenarbeit mit der Stadt Ravensburg funktioniert ja eigentlich vorbildlich. Und eigentlich, darauf möchte ich eingehen, wir sehen, es gibt von Seiten der Kirche, weil eben auch die 29 Opfer aus Ravensburg ja eben in der Jodok-Gemeinde waren, ein Denkmal von Seiten der Kirche. Aber von Seiten der Stadtgesellschaft, also der Kommune, gibt es dort einen zentralen Punkt der Erinnerung, eines Gedenkens. Und wie wird das mit Leben gefüllt? Nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern wirklich zu begegnen. Wie können sich die Enkelkinder der Opfergruppe und die Enkelkinder der Tätergruppe gemeinsam für ihre Geschichte heute und hier auseinandersetzen. Da spielt die Schule eine Rolle, aber da spielt auch die Gesellschaft innerhalb Ravensburgs eine Rolle. Und das wird die Aufgabe der Zukunft sein. Damit muss man sich beschäftigen. Und was so die Besonderheit gerade in Ravensburg auszeigt, ist wirklich die Methode, die Geschichte, die Ravensburger Geschichte aus dem Blickwinkel auch der Sinti mal zu erzählen. Und das ist eine Sache, die ich hervorragend finde und gerne auch weiter kolportieren möchte. Vielen Dank auch dir, Daniel. Wir würden jetzt, ich glaube, auch viele dieser Fragen aufgreifen, auch was kann die Stadtgesellschaft tun.
Ich würde alle anderen Teilnehmer und Teilnehmerinnen bitten, sich jetzt auch zuzuschalten. Und im Prinzip war ja jetzt direkt auch an die Stadt Fragen formuliert. Ich würde aber, ich denke, wir können in zwei Schritten vorgehen in der verbleibenden Zeit, dass wir den ersten Schritt etwas kürzer halten und noch mal ein bisschen nach hinten schauen und im zweiten Schritt dann erst uns die Frage stellen, was haben wir vielleicht für Möglichkeiten, Gedenken in Ravensburg zu stärken oder auch diese Begegnung zu schaffen, die jetzt hier angesprochen wurde. Ich würde einfach mal gerne, glaube ich, besonders die Vertreter der Stadt, also Herrn Blümke, Frau Engelhardt, Frau Weidmann fragen, ob sie sich noch erinnern, wie sie zum ersten Mal mit dieser Geschichte des Lagers konfrontiert wurden, dass es ihnen auch bewusst wurde und auch bis dahin gehend, dass ja sagen in den Überresten gewissermaßen, wenn auch nicht mehr hinter Stacheldraht, aber auch dort noch bis 1984 gewohnt wurde. Also ich will einfach die Frage an Sie weitergeben und was das mit Ihnen gemacht hat, ob da sagen, auch Schlüsse daraus gezogen wurden. Vielleicht beginnen wir einfach alphabetisch und Herr Blümke, wenn Sie so nett wären. Ja, danke, Herr Müller, und danke auch dem Landesverband Herr Strauß und der Initiative vor Ort, der Initiative Mahnmal und allen anderen, dass diese Matinee möglich wurde, auch in pandemischen Zeiten. Ich muss ganz ehrlich sagen, vor der Lektüre dieses Buchs von Esther Sattig war mir der Umfang und auch die kommunale Beteiligung, die Initiative der Stadt Ravensburg so nicht bekannt. Und es hat mich erschüttert. Und ich glaube, das zeigt, dass wir als Stadtgesellschaft, als Stadt eine Verantwortung haben. Mich hat erschüttert, wie systematisch aus der Kreierung von Feindbildern Ausgrenzung geschaffen wurde und aus Ausgrenzung wurde Vernichtung. Und diese Vernichtung wurde nicht einmal anerkannt. Und ich glaube, Herr Strauß, das möchte ich unterstreichen, da sind wir in einer ganz besonderen Verantwortung und dieser Verantwortung werden wir uns weiter stellen. Und wir sind in einem Prozess und da möchte ich mich auch für die Begleitung bedanken, die Begleitung uns zu zeigen, wie man den Prozess so machen kann, dass er zur Versöhnung, zu einem Miteinander führt. Und das ist uns in ein paar Punkten, glaube ich, gelungen. Und deshalb auch danke an das MHQ, an Frau Mücke und auch an Fritsch für die Gestaltung der Ausstellung und vor allem auch für die Unterstützung. Frau Guttenberger, Frau Stuhler-Seidel und auch die Familie Reinhardt, dass wir das zeigen können. Also hier die letzten 3 Jahre eigentlich, seit unserer ersten Begegnung, Herr Strauß und Herr Müller, bei mir im Büro, ist auch bei mir ein Prozess losgegangen. Und ganz vieles haben wir in der jüngeren Vergangenheit der Stadt nicht falsch gemacht. Aber ich glaube, es gibt noch viel, viel mehr richtig zu machen. Zum Beispiel, wir haben ja bewusst Bildung in den Umenwinkel institutionalisiert, zum Beispiel über die Kindertagesstätte. Das ist eine der modernsten in Ravensburg. Und ich glaube, das sind Dinge, die waren gut. Und andere Dinge müssen wir jetzt aber offen ansprechen, weil erst wenn alles auf dem Tisch liegt, kann man auch wirklich gute Zukunft gestalten. Und das wollen wir miteinander. Vielen Dank, Frau Engelhardt. Ja, vielen Dank. Den Umenwinkel als Begriff, der ist mir zum ersten Mal begegnet. Ich bin 1988 nach Ravensburg gekommen. Dann wusste man, da gibt es so eine Gegend, eine Siedlung, die ist so ein bisschen am Rande der Stadt. Dann sind meine beiden Kinder in die Grundschule Kuppelnau gekommen und hatten Freundinnen im Umenwinkel. Das waren Klassenkameradinnen und meine Tochter war zum Geburtstag dort eingeladen. Ich habe sie dorthin gebracht. Die haben dort in der Spielstube, also in dieser Kindertagesstätte, dann diesen Geburtstag gefeiert. Und es waren sehr freundliche, schöne Begegnungen. Und ich hatte lange Zeit das Gefühl, ja, der Umenwinkel, der gehört zur Stadt, so wie es die Nordstadt und die Kuppelnau und die Seestraße und was weiß ich, andere Gegenden in Ravensburg gibt, das ist doch alles kein Problem, das haben wir doch längst hinter uns.
Dann arbeite ich im Zentrum für Psychiatrie. Die Frau Mücke hat es vorher angesprochen und hat gesagt, naja, die Randgruppen, die nicht so genehmen, die wurden deportiert, die wurden in Lager, in Heilanstalten und sonst wohin geschickt. Und in diesem Zentrum für Psychiatrie arbeite ich seit 1998 im Arbeitskreis für den Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus. Und ein Kollege in dieser Arbeitsgruppe hat mich dann über Umwege auf die Arbeit von der Esther Sattig aufmerksam gemacht und gesagt, da gibt es aber Themen im Ummenwinkel und in der Stadt, die sind noch nicht aufgearbeitet. In der Zeit kam ich dann auch, oder war ich dann bereits im Gemeinderat und habe dann einen Antrag gestellt. Ich habe insgesamt 2 Anträge gestellt zum Thema Ummenwinkel. Der erste, der kam im Februar 19, und zwar hatten wir, Herr Blümke und ich, gemeinsam eine Veranstaltung auch zur Gedenken an die Opfer der Sinti besucht. Ich hatte da die Magdalena Guttenberger kennengelernt und es hat mich nicht mehr losgelassen, das Thema. Ich habe gedacht, da muss noch mehr sein, wir müssen uns da mehr damit auseinandersetzen, und ich habe dann den Antrag gestellt, dass sich der Arbeitskreis NS Erinnern der Stadt Ravensburg doch auch mit diesem Thema nochmal intensiv behandelt und allem die Erkenntnisse aus der Doktorarbeit von der Esther Sattig auch mit berücksichtigt. Ja, und dann hat mich die Magdalena eingeladen. Wir sind immer wieder ins Gespräch gekommen und es entstand dann in der Folge ein zweiter Antrag. Der kam dann zusammen, ich habe den Herrn Ritscher kennengelernt, als wir unsere Arbeitsgruppe den Rahel-Strauß-Preis bekommen haben im Hotel Silber. Ja, seither sind wir im Kontakt und ich hatte den Antrag gestellt, wir brauchen diesen runden Tisch in Ravensburg, um die Verantwortung der Stadt aufzugreifen, die Haltung auch der heutigen Gesellschaft gegenüber den Menschen im Ummenwinkel, die dort noch leben, um das einfach mal zu bearbeiten und eine Zusammengehörigkeit herzustellen. Also nicht mehr die Lagerbildung, die dort, wir da, die anderen hier, nochmal ganz woanders. Das, denke ich, ist ein ganz wichtiger Ansatz, dass wir uns da besser vernetzen. Und es freut mich natürlich, dass es auch gelungen ist, dass nächstes Jahr im Januar der Landtag in Ravensburg kommt und seine zentrale Gedenkveranstaltung für die Opfer des Nationalsozialismus hier in Ravensburg abhält, um diesem Thema einfach auch nochmal eine angemessene Bedeutung zu verleihen. Vielen Dank. Das war soweit. Sehr schön. Ich würde weitergehen zu Frau Weidmann. Vielleicht nur noch ein Stichwort noch mit einwerfen. Vorhin wurde ja schon von Herrn Strauß, von Herrn Blümke erwähnt, dass die kommunale Initiative ja entscheidend war. Aber um es vielleicht nochmal hervorzuheben, was ist mit den mindestens 100 Menschen vor ihrer Deportation nach Auschwitz geschehen? Sie haben Zwangsarbeit geleistet für die städtischen Unternehmen und für viele kleine und große Unternehmen, von der großen Firma bis zum Handwerksbetrieb in Ravensburg. Also man sieht, wie das eine wirklich sehr lokale Dimension hat. Und vielleicht einfach auch nochmal an Sie, Frau Weidmann, die gleiche Frage, ne, wie Sie mit dieser Geschichte konfrontiert wurden. Ja, also bei mir war es so, dass ich tatsächlich über die Presse bei der Eröffnung des Mahnmals an der Jodokskirche zum ersten Mal einfach mit dieser Ermordung konfrontiert wurde. Direkt in der Schule ist tatsächlich so, wie Herr Trapp gesagt hat, ich war in Ravensbrück in der Schule, aber da war das kein Thema. Und damals ist mir bewusst worden und auch etwas mit Schrecke bewusst worden, dass tatsächlich diese Opfergruppe überhaupt bisher in die Gedenkkultur, Erinnerungskultur nicht eingezogen war und aus meiner Sicht auch vernachlässigt wurde. Darauf haben ja die Initiatorinnen einfach mit großem Recht hingewiesen. Und das war so meine erste Konfrontation damit. Und dann aber später auch, ich war auch bei dieser Veranstaltung, als das Buch von Esther Sattig vorgestellt wurde, dann war ich zum zweiten Mal überrascht, weil ich dachte immer, das Zwangslager wäre im jetzigen Ummenwinkel gewesen. Und wir haben dann zum ersten Mal erfahren, dass es ja noch viel weiter draußen war, wurde Ummenwinkel ja schon auch sehr in peripherer Lage ist, auch heute noch. Und als ich dachte, das wäre dringend notwendig, ich habe dann nachgefragt und keiner konnte mir das beantworten, wo war es denn genau, bisher, aber dass man bisher auch dort
letztendlich an diesen Ort des Zwangslagers noch keine Form der Erinnerung gefunden hat, das fände ich ganz wichtig, dass tatsächlich das auch nochmal aufgenommen wird und als weiterer Baustein dazu beiträgt. Und dann eben war ich Mitglied im Sozialausschuss, da war dieses Thema Montessori-Kinderhäuser und ich habe mich einfach an der Stelle damals sehr gefreut, dass damit die Stadtgesellschaft und der Umwinkel näher zusammenrücken, weil jeder wusste, das ist dringend notwendig und Vorurteile bestehen heute noch, das kriegen wir in der Kommunalpolitik immer wieder mit. Und dann eben mit dem Thema auch, wie war die im Zwangslager und diese Beteiligung der Stadtgesellschaft, was da an Schikane und wirklich Kontrolle und Schikane erfolgt ist. Ich glaube, da haben wir tatsächlich einen Nachholbedarf. Ich bin überzeugt, da gibt es auch noch Firmennachkommen, wo es zu recherchieren gilt. Aber trotzdem muss man natürlich sagen, die Stadt hat immer auch Interesse gehabt an einer aktiven Erinnerungskultur und hat da sicher auch viel dran gearbeitet. Es gibt ja auch Kontakte über der Herr Dietz, über unseren Beauftragten auch für Integration und Zusammenführung, dass Ansprechpartner einfach auch gesucht wurde, dass man versucht hat, wie kann einfach auch Bildungsarbeit unterstützt werden. Es gab diese Demokratie-Leben-Projekte auch zusammen mit Mitgliedern aus dem Umwinkel. Also ich denke, es ist schon einiges passiert, aber es ist noch viel zu tun und ich bin überzeugt, die jetzige Ausstellung im Museum Humpisquartier und da herzlichen Dank Ihnen, Frau Mücke und den Beteiligten, dass es aufgegriffen wird. Das wird sicher eine viel breitere Ausstrahlung haben, wie das, was bisher erfolgt ist. Und das teile ich voll, was die Vorrednerinnen und Redner gesagt haben. Da ist tatsächlich noch Handlungsbedarf da. Aber ich erlebe auch eine große Offenheit und darüber bin ich sehr froh. Vielen Dank. Bevor wir zur nächsten Frage gehen, nur noch mal kurz ein Hinweis an alle Teilnehmer im Webinar. Also schreiben Sie gerne Ihre Fragen auf. Im letzten Teil werden diese Fragen beantwortet. Also schreiben Sie einfach das Formular, wir gehen dann da durch, wir können diese Fragen sehen. Und außerdem vielleicht nur schon mal der Hinweis, wer möchte, kann dann auch später noch ein bisschen drin bleiben, ne? Wenn wir die Übertragung ausschalten und dann sollen die datenschutzrechtlichen Fragen alle nicht mehr bestehen, dann können Sie auch mit in die Runde kommen und auch noch mit denjenigen aus der Runde, aus der Diskussionsrunde, die dabei sind, auch noch direkt sprechen zum Austausch. Jetzt haben wir ein bisschen gesehen, was die Stadtgesellschaft bisher getan hat, auch, und das ist ja das Besondere an der Ausstellung auch, um die Ravensburger Sinti auch als Teil der Stadtgesellschaft zu erfassen, als mitgestaltenden Teil, als Menschen, als Bürgerinnen und Bürger Ravensburgs, die auch einen Anspruch darauf haben, ihr Leben dort so zu gestalten, wie sie das möchten. Wir würden jetzt den Blick nach vorne werfen, glaube ich. Wir haben jetzt über diese allgemeinen Fragen gesprochen. Ich glaube, jeder kann aber das gerne nochmal ergänzen. Die Frage jetzt wäre grundsätzlich, wie gehen wir jetzt mit der Geschichte des Lagers um? Die kann über die Ausstellung hinaus, oder Frau Mücke kann dann berichten, was auch im Rahmen der Ausstellung noch an Aufklärungsarbeit, an Kontakten, an Begegnungen geplant ist. Aber was kann darüber hinaus geschehen oder sollte oder müsste geschehen, damit diese Geschichte dieses Zwangslagers, das immerhin das größte im Südwesten war, dass die nicht nur nicht vergessen wird, sondern auch wirklich aktiv bekannter Teil und dass gerade junge Menschen daraus Schlüsse ziehen können. Ich würde an dieser Stelle vielleicht mit Daniel Strauß beginnen und mit der Frage, was denn hier ganz besonders auch der Landesverband vielleicht einbringen kann, damit diese Geschichte bekannt gemacht wird, welche Möglichkeiten, Ansätze da bestehen. Und dann schauen wir stärker in die Stadtgesellschaft. Gerne. Das ist zum einen natürlich insgesamt, was die Vermittlung dieser Regionalgeschichte ist, also auch was die Schulen und das Curricula angeht,
Im Landkreis wäre sicherlich ein Thema. Es gibt ganz wenig geeignete Lernmaterialien, die in diesem Zusammenhang auch über verschiedene Projekte möglich sind. Auch darauf nochmal hinzuwirken, wir haben hier in Ravensburg tatsächlich noch einen authentischen Ort, an dem dies geschehen ist, diesen wieder sichtbar zu machen, daran zu erinnern, ist nicht nur eine große Chance, sondern es gibt direkt auch bei der Stiftung Denkmal beziehungsweise bei dem Bundesministerium für Kultur und Medien die Möglichkeit, genau für diese Bereiche auch Fördergelder zu beantragen, um das kenntlich zu machen. Also dieser authentische Ort, den nochmal sichtbar werden zu lassen und vielleicht auch für Schüler und Schülerinnen zugänglich zu machen mit bestimmten Programmen, das ist sicherlich eine sehr wichtige Geschichte. Ansonsten wäre mir eben auch nochmal wichtig, sehr deutlich zu machen, dass die Stadtgesellschaft eben sehr, sehr offen ist und auch alle Fraktionen an dem Thema interessiert sind. Und das könnte natürlich eine gute Grundlage sein, nicht nur versöhnende Hände zu reichen, sondern die Geschichte gemeinsam aufzuarbeiten und vielleicht auch modellhaft, so wie das jetzt schon im Humpes-Quartier geschieht, modellhaft aufzuzeigen, wie Geschichte erlebbar wird, ohne auszugrenzen, abzugrenzen, sondern eher, dass Geschichte auch zusammenführen kann. Ich möchte daran erinnern, wenn Frau Mücke ist ja auch ein Stück weit darauf eingegangen, wenn man nichts über Sinti-Roma in den Dokumenten liest, dann war es meistens eben, dass es ein harmonisches Miteinander gegeben hat. Aber eben genau jetzt auch den Blick darauf zu wirken. Sagen, wo sind denn positive gemeinschaftliche Entwicklungen, wo haben die stattgefunden, wo man weiß, dass in dem Zusammenhang eben auch die Minderheit beteiligt waren, Vertreter der Minderheit, um auch diese Geschichte erzählen zu können und sie nicht nur eben verfolgungsbedingt oder eben negativ geprägt sind. Das ist schon begonnen jetzt mit dieser Methode, Geschichte aus dem Blickwinkel der Minderheit aufzuzeigen. Das weiterzuführen wäre sicherlich modellhaft. Daran hätten wir ein Interesse, das dann auch entsprechend in das Land hineinzutragen. So eines der Optionen ist ja eben jetzt dann auch den 27. Januar nach Ravensburg, was die zentrale Gedenkveranstaltung anzugehen, dass wir damit auch deutlich machen wollen, hier passiert etwas und das ist positiv. Vielen Dank. Da direkt Frau Engelhardt und Herr Blümke sich zu Wort gemeldet haben, würde ich Ihnen beiden gerne das Wort zunächst geben, bevor wir die anderen nochmal fragen. Frau Engelhardt. Ja, vielen Dank. Ich denke gerade an meine Arbeit, die wir im Zentrum für Psychiatrie im Zusammenhang mit den Opfern der Euthanasieaktion betreiben. Was mir sehr gut gefallen hat, Frau Mücke, dass Sie angekündigt haben, es wird Führungen geben durch die Ausstellungen, wo junge Sinti gemeinsam mit Schulklassen diese Ausstellung anschauen und ins Gespräch kommen miteinander. Das halte ich für einen ganz, ganz wichtigen Ansatz. Wir haben das ja bei der Anne-Frank-Ausstellung erlebt, von der ich hoffe, dass einige von Ihnen die gesehen haben. Dort war das zentrale Medium ja eigentlich das Jugendliche im Alter von Anne Frank durch diese Ausstellung geführt haben und einfach nochmal eine ganz andere Perspektive, vielleicht auch eine unbefangenere, offenere Perspektive mitbringen. Ich finde es so wichtig, dass für die Gedenkarbeit Jugendliche erreicht werden und nicht nur die alten Berufsgedenkenden, also wir als Stadträte oder sonstige Honoratiorinnen und Honoratioren, sich brav zusammenfinden und natürlich betroffen an einem Gedenktag da sind, sondern dass das Gedenken Teil unseres Lebens wird. Und das ist so der Ansatz, den wir in Weißenau im Zentrum für Psychiatrie verfolgen. Und dafür haben wir diesen Gedenkpreis von Gedenken gegen Vergessen für Demokratie bekommen. Und ich denke, dieser Ansatz, Jugendliche mit dem Thema zu konfrontieren und ihnen aber auch Möglichkeiten geben, sich damit auseinanderzusetzen,
Das wäre sicher ein ganz guter Ansatz. Und ich möchte dazu anregen, eine Geschichtswerkstatt einzurichten, in der es zum Beispiel um Einzelschicksale geht. Also Magdalena Guttenberger, du hast das jetzt über deine Schwiegermutter, die Erinnerungen aufgeschrieben. Aber immer dann, wenn Geschichte ganz konkret wird und anhand eines persönlichen Schicksals erzählt wird, denke ich, da kann man auf einer emotionalen Ebene die Menschen erreichen, die auch unseren heutigen Möglichkeiten und Gewohnheiten, uns mit Themen auseinanderzusetzen, entspricht. Das fände ich toll, einfach einzelne Personenschicksale aufzuarbeiten, Material, soweit es zur Verfügung steht, zu sichten und eine kleine Geschichte einer einzelnen Person darzustellen und eben nicht als Opfer, das finde ich auch schön, Frau Mücke, dass Sie das vorher nochmal gesagt haben, sondern als Mensch in unserer Gesellschaft. Ja, diese Personen hatten ein Leben vor ihrer Deportation nach Auschwitz. Manche von ihnen hatten auch hinterher noch ein Leben. Aber diese Facetten darzustellen, das finde ich das besonders Spannende an der Erinnerungsarbeit auch. Vielen Dank. Und Herr Blümke, Sie haben auch, welche Möglichkeiten da bestehen, ne? Ja, ich denke, das sind jetzt schon ganz viele wichtige Aspekte genannt worden. Ich glaube, wir möchten den Weg miteinander gehen. Es gibt kein Drehbuch. Das haben wir früh gemerkt bei den Gesprächen. Herr Dr. Müller und Daniel Strauß im Büro des Oberbürgermeisters bei mir, von dem ich übrigens herzlich grüßen darf. Er fragt mich immer, was gerade läuft, wie es läuft. Ich glaube, das ist eine ganz zentrale Frage, dieses Drehbuch, das es nicht gibt, aber so Prüfsteine. Wo stehen wir? Wo wollen wir hin? Wo wollen wir miteinander hin? Und ich glaube, man muss es in der Deutlichkeit sagen, wir haben noch nie um Verzeihung gebeten. Das ist nicht so geschehen, es ist in Aspekten geschehen, es ist in gewissen Zusammenhängen geschehen, zum Beispiel bei meiner Ansprache am 13.03.19 an der Jodokskirche, aber eben nicht in einer Form wie eine Stadt, die sich auf den Weg macht, die Zukunft zu gestalten. Das werde ich mitnehmen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Prüfstein von Ehrliches, von Gutes miteinander. Und Herr Strauß, Sie haben gesagt, dass diese Orte hier in Ravensburg, er existiert, er ist zugewachsen, er ist ein Teil von einer Bundesstraße überbaut, aber er ist da. Wir müssen auch den Ort, der darf gerne zugewachsen bleiben, ich glaube, das muss man in Ruhe diskutieren, aber er muss dennoch sichtbar gemacht werden. Die Sichtbarkeit heute in einem ganz wichtigen Naherholungsgebiet und die Sichtbarkeit in der Stadt. Die Initiative Mahnmal, Frau Stuhler-Seidel hat es gesagt, ist eine private gewesen. Von der Kirchengemeinde, von Sinti aus Ravensburg. Und da müssen wir vielleicht auch nochmal über das Thema Sichtbarkeit sprechen. Und da kann das Sichtbarmachen des Lagers ein erster Schritt sein. Und dann wurde immer wieder angesprochen, die Schulen. Ja, die Jugend ist ganz arg wichtig. Wir haben schon mal alle Schulen mit dem Werk von Frau Dr. Sattig versorgt, weil ich finde es erstaunlich gut lesbar für eine wissenschaftliche Publikation. Da können solche Geschichtswerkstätten auch schon vorbereitet werden. Uns fehlen Medien und Materialien und deshalb habe ich das gerne gehört, dass wir hier auch spezifische für Ravensburg, die vielleicht auch kopiert werden können, an andere Orte entwickeln. Denn, Frau Mücke, wir machen ja auch unsere Erinnerungskultur online. Wir müssen das raustragen und haben damit, denke ich, auch einen Zugang, wie wir zur Jugend kommen können. Und ich möchte nochmal Danke sagen an die Initiative, aber auch an den Sinti Power Club. Das Begleitprogramm zur Ausstellung, das ist wirklich gut. Und da sind ganz viele spannende Dinge und da werden Dinge geschehen. Und den Weg sollten wir dringend fortsetzen. Und ich glaube, dann haben wir die Prüfsteine in unserem nicht vorhandenen Drehbuch, wo wir immer mal wieder sehen, das ist der richtige Weg. Ich hoffe, dass wir den so gehen können. Danke. Vielen Dank. Und dann, bevor wir zu Frau Mücke kommen, die sich auch zu Wort gemeldet hat und natürlich hier direkt angesprochen ist, auch was Möglichkeiten der Begegnung, auch der Arbeit mit jungen Menschen betrifft. Zunächst aber nochmal an Magdalena Guttenberger und Max Trapp. Ja, ich habe jetzt sehr, sehr aufmerksam zugehört. Ich wollte trotzdem noch mal darauf hinweisen,
betreffend Ravensburger Zigeunerlager Ummenwinkel. Wir haben den Andreas Hoffmann-Richter. Das sollte gesagt werden, auch wegen der Frau Grenet, die in Begegnungsstätte in Auschwitz-Birkenau tätig ist, dann unsere Frau Gettert, zu erwähnen aus dem Grund, das ist wichtig für unsere Politiker hier in Ravensburg oder unsere Mitstreiter, die gutes Herzens sind, mit uns hier zusammenzuarbeiten. Deswegen erwähne ich das, denn jetzt ist ganz kurz zu fassen, es soll jeder wissen, die Welt da draußen, ich konnte nicht alle Schicksale und wollte auch nicht im Buch, hatte ich Angst gehabt, darzustellen. Die Wörter Max alle noch von mir bekommen. Es sind Grausamkeiten entstanden, ein schlimmes Leben ab 39 bis weit nach 50. Aber es gibt viel zum Tun, es gibt viel zum Hören, miteinander sprechen, uns austauschen. Das sind wir, wir und die Welt. Aber ich habe große Bitte an die Stadt. Und auch deswegen habe ich erwähnt, auch Hoffmann-Richter, unsere Landesverband natürlich. Bitte, wir leben nicht, zumindest ich meine mich jetzt. Ich weiß nicht, wann ich, wie lange ich noch da bin. Bitte an die Zukunft denken, nicht nur rückwärts, also das, was war, davon lernen wir. Ja, davon lernen wir. Aber für die Zukunft. Und helft alle mit, dass viele junge Menschen hier teilnehmen, um an Wissen ranzukommen. Vor allem jetzt geht es mir um Ravensburger Zigeunerlager, das fast vergessen wurde, fast. Und umso mehr freue ich mich, dass es jetzt so viele Mitstreiter gibt und dass wir so tolle Menschen haben, die wirklich mit uns zusammen in die Zukunft denken. Dafür sage ich, thank you, vielen Dank. Merci und in Romanes Park Roman. Super. Vielen Dank, liebe Magdalena. Und ja, wir geben eine dieser Mitstreiterinnen weiter, Sabine Mücke. Ja, vielen Dank auch, Magdalena. Genau, ich wollte einfach noch mal drauf eingehen, weil es ist jetzt natürlich durch die Ausstellung auch eine gute Gelegenheit da. Also wir werden ja auch Schulklassen dann durch die Ausstellung führen, beziehungsweise es wird diese Peer-to-Peer-Führungen geben. Aber wir werden bei der Gelegenheit natürlich auch einfach nachhaltig sozusagen Materialien entwickeln. Also wir haben schon, da wir jetzt ja im Moment auch noch nicht die ganzen Gruppen einfach durchführen können, aufgrund der noch bestehenden Beschränkungen, das wird hoffentlich bald der Fall sein. Aber gerade auch zur Vorbereitung im Unterricht oder auch als bleibendes Material haben wir Videos gedreht in der Ausstellung, wo einfach nochmal auf bestimmte Aspekte eingegangen wird und wo die man einfach dann auch als Unterrichtsmaterial weiter verwenden kann. Und der zweite Gedanke ist natürlich auch die Ausstellung, also in Teilen im Museum. Das Museum hat ja auch eine Dauerausstellung, eine Präsenzausstellung, wo wie gesagt ja gerade das 20. Jahrhundert generell, also sehr unterrepräsentiert ist, natürlich auch Elemente der Ausstellung dauerhaft zu übernehmen. Also dass es eben auch ein bleibender Teil der Geschichte dort ausgestellt wird. Und dann denke ich, das ist auch wichtig, also wir haben auch diese positive Erzählung, die man schaffen muss. Also nicht immer wirklich nur auf diese Geschichte der Verfolgung und Ausgrenzung, sondern auch mal davor und danach zu gucken und eben natürlich auch mit den zu beteiligen. Und das eben auch letztlich durch Kulturveranstaltungen zu machen, also Lesungen oder eben auch mal mit Musik oder Konzerten, Poetry, was auch immer. Also sozusagen da auch wirklich nicht immer auf diese leidvolle und problematische Geschichte der Ausgrenzung einzugehen, sondern das einfach, wie gesagt, also mehr als normales, als normal zu verstehen und auch also diese Angst oder es gibt ja auch tatsächlich dann so eine Betroffenheit oder Schamgefühle auf der einen Seite und auf der anderen Seite immer so, als muss ich wieder erklären, was es jetzt eigentlich bedeutet, Sinti zu sein oder so. Also dass wir versuchen, auch das dialogisch eben aufzulösen durch Begegnungen. Das wird nicht auf einmal dann geschehen oder schnell, sondern ich denke, das muss einfach weitergeführt werden und immer wieder gemacht werden und dann ja
Das ist das, was wir als Museum, die wir ja eben auch diese Aufgabe haben, das, was wir dazu einfach anbieten können. Vielen Dank. Vielleicht gebe ich an Sie trotzdem noch mal ganz kurz die Frage weiter. Also sind eine Frage direkt, die haben Sie jetzt eigentlich beantwortet, tauchte auf, ob die Ausstellung nicht auch länger sichtbar sein müsste. Vielleicht kann man die noch so ergänzen. Wird sie denn auch auf Wanderschaft geschickt werden können? Wie geht man in Ravensburg damit um? Und vielleicht auch noch mal ganz kurz die Bitte, da reichen vielleicht 2, 3 Stichworte. Es wurde schon viel über dieses Begleitprogramm gesprochen, dass man einfach sich alle der Zuschauerschaft sich da auch noch eine kleine Vorstellung machen können, was damit alles geplant ist in den nächsten Monaten. Also es wird, ich sage jetzt mal so, es wird so das klassische Begleitprogramm geben, also dass unsere geschätzten Autoren, das Ausstellungskatalog, der sich jetzt ja gerade in der Redaktion noch befindet, dass die natürlich mit Vorträgen zu ihren Themen, zu denen sie auch schreiben, nach Ravensburg kommen. Den Auftakt wird dabei auch Esther Sattig machen, die sozusagen ein bisschen auch die nachgeholte offizielle Eröffnung dann am 14. September ist der Termin, nochmal ausführlich wirklich vortragen wird zu ihrem Thema. Und dann wird es aber auch natürlich Lesungen geben. Wir hoffen also Magdalena Rückenberger und Manuel Werner begrüßen dürfen, aber auch sind wir gerade in Gesprächen mit Dutschi Reinhardt, die ja auch geschrieben hat, auch persönliche, autobiografische oder auch über ihre Familie. Und wir werden auch überlegen, ob wir tatsächlich einfach so auch dann in Kooperation mit Partnern in der Stadt, Vielfalt im Schussental oder Ähnliches mehr, wirklich auch eher in die Richtung Diskussionsveranstaltungen zu gehen. Also eben, was ist das Thema heute? Also welche Erfahrungen von Alltagsrassismus gibt es auch in Ravensburg? Also das wirklich auch weg von dem historischen Thema, sondern eben einfach in die Gegenwart zu übersetzen. Und grundsätzlich sind wir auch einfach offen für Kooperationen, für Angebote. Also wer zu diesem Thema eben was beitragen möchte, ist bei uns dann auch willkommen. Ach so, ja genau, zur Wanderschaft der Ausstellung. Ja, klar, theoretisch ist es immer möglich, auch so eine Ausstellung auf Wanderschaft zu dienen, sozusagen zu schicken. Die Daten liegen ja vor. Es ist dann natürlich immer so, passt es dann in den jeweiligen Raum? Also was muss man da adaptieren und anpassen? Aber genau, grundsätzlich ließe sich das bestimmt machen. Wobei ich schon denke, es ist natürlich eine Ausstellung, die sehr speziell jetzt ja für Ravensburg zugeschnitten ist. Ne? Also, ja. Ja, vielen Dank. Wenn ich sehe, sind jetzt fast alle Fragen, die sich letztlich an Sie richten, abgearbeitet. Außer vielleicht nochmal kurze Antwort. Ich glaube, Sie hatten es eigentlich schon erwähnt, ob auch junge Menschen aus dem Ummenwinkel an den Führungen teilnehmen, ob es da Begegnungen gibt. Ja, genau. Also diese Peer-to-Peer-Führung, das sind junge Menschen, auch aus dem Ummenwinkel. Ich wollte das vielleicht auch nochmal erwähnen, weil der Ummenwinkel immer so dieses Synonym ist. Dort leben die Ravensburger Sinti. Ja, sie leben dort auch, aber sie leben ja an allen möglichen Plätzen in der Stadt, um die Stadt herum. Also genau, also es sind junge Sinti, Ravensburgerinnen, die diese Führung machen und dann eben mit, das bedeutet ja auch dieser Begriff, mit altersgleichen Jugendlichen, ob das jetzt aus Schulen sind oder einfach Interessierte, beides ist möglich. Genau, und die haben ja einen tollen Film auch gemacht, der auch in der Ausstellung zu sehen ist, wo sie sich selber eigentlich auch schon mal vorstellen und sie werden auch noch eine Veranstaltung dazu machen. Genau. Vielen Dank. Christine Stuhle-Seitel. Du musst dich lautstellen noch, Christine. Ja, ich hätte auch noch eine Frage an Frau Mücke und zwar zur Einbeziehung der Schülergruppen oder der Stadtbevölkerung. Jetzt ist es auch angedacht, dass es feste Führungen geben wird für Schülergruppen, was weiß ich, ab der 6., 8. Klasse, auch im Hinblick auch zum Geschichtsunterricht. Wäre das auch noch eine Option oder eine Idee? Ja, ja. Ja, ja, klar. Also das machen wir ja sowieso. Also die Schulen sind immer sozusagen unser, also dafür sind wir ja auch da. Also wir sind ja eine Bildungseinrichtung als Museum. Und die Schulklassen, die melden sich jetzt auch schon nach und nach, weil die natürlich jetzt selber nach der langen
Pandemiezeit mit Distanzunterricht und so weiter. Jetzt natürlich auch, die wollen ja auch wieder raus und die wollen ja auch wieder in Museen gehen. Und da sind wir gerade auch natürlich noch so ein bisschen in der Planung, wie funktioniert das dann mit halben Klassen, und die einen gehen in die Ausstellung, die anderen kriegen eine Einführung. Aber wie gesagt, da arbeiten wir dran, stellen entsprechend auch Materialien zur Verfügung, und natürlich kann jede Schulklasse, also wir sagen auch so ab der 8., 9. Klasse ist eigentlich so, ist so die Hauptzielgruppe, die wir ansprechen, weil es ist ja schon ein herausforderndes Thema und es passt dann auch, also dort, wo in den Klassenstufen, wo es im Lehrplan steht, also die sind vor allen Dingen in der Ausstellung gekommen. Natürlich alle anderen auch, die es interessiert. Genau. Können Sie vielleicht auch nochmal sagen, wie lange die Ausstellung geplant ist? Also in der jetzigen Verfassung, ein Jahr oder, weil es war ja Corona-Zeit. Also in der jetzigen Verfassung ist sie bis 30.01.22 geplant. Wunderbar. Genau, also wir haben sozusagen das, wo wir jetzt nach hinten schieben mussten, weil wegen der Schließung, das haben wir hinten gut nochmal dran gehört. Danke. Vielen Dank. Wir haben noch einige Fragen in dem Formular. Ich würde aber zunächst nochmal erst Frau Weidmann, und dann stelle ich die nächsten Fragen. Die Fragen habe ich jetzt nicht gesehen, aber ich wollte nochmal den Aspekt aufgreifen. Sind die in der Stadt leben? Also ich finde, das muss viel mehr noch in den Vordergrund gestellt werden, denn wir begegnen immer noch Leute, ich habe jetzt eher mit im fortgeschrittenen Alter Kontakte, die sagen, sie leben in der Stadt. Aber wissen Sie, ich erzähle den anderen nicht, dass ich Sintessa oder Sinti bin. Und weil Sie sagen, wir erleben immer noch große Vorurteile und sie sehen keine Notwendigkeit dafür. Das finde ich einfach auch letztendlich bedauerlich, weil da auch ein Teil der Vielfalt nicht sichtbar wird und ein Teil einfach auch der Offenheit einer Stadtgesellschaft. Das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich, wo wir auch als Politik jetzt gefordert sind, denn wir erleben zunehmend mehr Ausgrenzung. Und ich finde es auch wichtig, das irgendwie, dass man da nochmal Formen findet, wie können wir da auch in die Zukunft gerichtet uns stärker sensibilisieren, wo findet wieder stärker Alltagsdiskriminierung statt. Und ein anderer Aspekt, Herr Müller, gestattet Sie mir nochmal zurück, das ist bisher nicht erwähnt worden, ist diese. Manche bezeichnen das als zweite Schuld, dass nach dem Krieg diese Menschen, die praktisch verantwortlich waren, ganz persönlich vor Ausgrenzung, vor Schikane, wieder in Amt und Würde waren. Dass praktisch, dass man es den Angehörigen der Opfer zugemutet hat, sich mit denen wieder in der Schule von denen unterrichtet zu werden, etc. Und auch das, finde ich, das kommt manchmal zu kurz, was das hieß, und das ist unser Versäumnis. Das ist das Versäumnis praktisch unserer Eltern und ja, Großeltern teilweise, dass, was das auch nochmal mit den Betroffenen, mit den Angehörigen der Opfer und selbst von Schikane Betroffenen, was das gemacht hat, das fällt ein bisschen unter den Tisch, und ich finde das auch ganz wichtig, einfach die Zeit nach 45. Vielen Dank. Und die Fragen, die jetzt vorliegen in dem Formular, kann man ein bisschen bündeln, die wir noch nicht beantwortet haben. Sie haben alle im Prinzip mit dem Thema Bildung zu tun. Da geht es unter anderem darum, Sensibilisierung für das Thema Holocaust allgemein an den Schulen, auch die Möglichkeiten, dass Kinder, wenn sie das möchten, aus ihren Familiengeschichten berichten dürfen. Die Frage ist auch gestellt worden, ob es möglich ist, diese Geschichte, die lokale Geschichte, aber vielleicht auch darüber hinaus in den Schulbüchern zu verankern, ne, auch die Gesellschaft weiter zu sensibilisieren für den bis heute vorhandenen Antiziganismus, und auch die Frage, wie schafft man es, dass Bildungseinrichtungen, Lehrkräfte, ne, zum Beispiel sich dessen bewusst werden, dass sie vielleicht auch Teil einer Ausgrenzungsstruktur sind, auch mitunter ohne es zu wollen. Wie kann man also in diesem Bereich der Bildungsinstitutionen das Thema stärken und auch die Sensibilisierung vorantreiben? Das wäre, wenn ich das ja so halbwegs richtig zusammengefasst habe, so der letzte Fragenkomplex, den wir jetzt hier nochmal in die Runde geben würden. Herr Blümke, ich würde den Anfang machen. So. Wackelt alles, aber ich hoffe, dass man mich hört. Also die Bildungspläne lassen wirklich viel zu.
Deshalb haben wir wir haben eine Arbeitsgemeinschaft Erinnerungskultur, die ist vertreten oder besetzt mit Vertreterinnen und Vertretern der Politik aus dem Gemeinderat und Fachleuten aus dem ZFP, Stadtarchiv, MHQ, Frau Mücke ist mit dabei. Und wir haben ganz viele Apparate, ganz viele Quellen, städtische Quellen, also bezogen auf Ravensburg, für die Schulen zusammengestellt. Und da gibt es, sagen wir mal, einen blinden Fleck, beziehungsweise einen noch nicht voll ausgebauten Teil rund um die Verfolgung der Sinti in Ravensburg. Das müssen wir ergänzen. Da gibt es teilweise schon Quellen drin, aber teilweise muss man es ergänzen. Und wir haben jetzt mit der Ausstellung, auch mit dem Werk von Frau Dr. Sattig, die Möglichkeit. Und dann brauchen wir eine Partnerschaft mit Gemeinschaftskunde, mit Geschichtslehrern, mit Rektorinnen und Rektoren. Und das müssen wir systematisch angehen. Wir sind ja als Stadt, als Schulträger nicht für die Inhalte des Unterrichts verantwortlich, aber wir können Brücken bauen und wir können unterstützen. Und das machen wir weiter. Das wird ein zentrales Thema sein bei unserer Arbeit in der Arbeitsgemeinschaft Erinnerungskultur. Vielen Dank. Und vielleicht kann ich an der Stelle einfach ganz knapp ergänzend hinzufügen, dass das natürlich auch etwas ist, was dem Landesverband sehr am Herzen liegt, der sich auch in ständigem Austausch dazu, unter anderem im Kultusministerium befindet, für Handreichungen, wie der Völkermord vermittelt werden kann. Er ist auch gebeten worden, an einer speziellen Handreichung Antiziganismus für Lehrkräfte mitzuwirken. Also da kommt ein bisschen was im Gang und es gibt auch diesen Lernort, der entwickelt worden ist und der natürlich sowohl Schülerinnen und Schüler als auch Lehrkräfte anspricht und genau auch das versucht, dieses gemeinsame, begegnungsorientierte Lernen und ist da sicher auch kommunal übergreifende Zusammenarbeit geben kann. Und vielleicht nur als Stichworte noch, ich denke, die Zeiten sind gut, es sind starke Argumente gegeben worden, etwa durch die neue Romno-Kehr-Studie 2021 in diese Richtung oder auch gerade vor ein, zwei Wochen die Studie der Unabhängigen Kommission Antiziganismus, wo natürlich auch das Bildungsthema auf Bundesebene deutlich angesprochen ist. Also ich glaube, da sind jetzt starke Argumente vorhanden. Frau Engelhardt. Ja, ich wollte das einfach kurz nochmal ergänzen. Ich fand es vorher auch nochmal wichtig, diesen authentischen Ort nicht aus den Augen zu verlieren. Denn das ist auch eine Möglichkeit, wirklich Wissen gut zu vermitteln, weil einfach so diese persönliche Verbindung und auch Betroffenheit an so einem Ort noch viel stärker wahrgenommen werden kann, als in einem Vortrag an einem womöglich noch schönen Ort, wenn man in einem Festsaal oder in einer Aula sitzt. Ich möchte jetzt nicht belehrend hier rüberkommen, aber vielleicht doch nochmal die Erfahrungen aus meiner Erinnerungsarbeit aus dem ZFP Südwürttemberg nochmal berichten. Wir haben, um Jugendliche und Schüler zu erreichen, ein Konzept erarbeitet, das nennen wir Schülerveranstaltungen. Wir laden immer um den 27. Januar rum, wo wir auch eine Gedenkveranstaltung haben, zu der die Berufsgedenkenden kommen und wenig Jugendliche. Wir haben für Schüler und Schülerinnen eine sogenannte Schülerveranstaltung erarbeitet. Das ist eine Doppelstunde Geschichtsunterricht am authentischen Ort bei uns im Hörsaal, der einst Krankensaal war. Und wir müssen davon ausgehen, dass auch aus diesem Krankensaal Menschen nach Grafeneck in die Vernichtungsanstalt deportiert wurden. Und wir setzen uns dort mit Jugendlichen, mit Schulklassen auseinander. Es gibt da mittlerweile Lehrer, die schon auf die Einladung warten, die immer so im November an die Schulen geht. Und wir laden da Ravensburger Schulklassen ein. Wir haben da ein Programm, da gibt es einen kurzen Vortrag, dann gibt es einen Film. Und dann gibt es eine Diskussion und es geht immer so jeweils 30 Minuten. Und das erleben wir als sehr fruchtbar, auch wenn diese Diskussionen manchmal schleppend dann in Gang kommen, denn da muss man viel aushalten und wir müssen auch das Schweigen erstmal aushalten. Aber ein solches Konzept zu erarbeiten, das hielte ich für sinnvoll. Und ich erlebe zumindest die Schulen in Ravensburg da sehr aufgeschlossen, dass die da so also schon drauf eingehen würden. Das wäre vielleicht eine Anregung. Ich weiß jetzt nicht, wer es als Erster aufgreift und umsetzen möchte.
aber wir würden als Arbeitsgruppe in Ravensburg da gern auch zur Verfügung stehen und unsere Ideen oder Erfahrungen da gern auch mit einbringen. Vielen Dank. Und ich wollte gerade sagen, jetzt wäre die Gelegenheit für letzte ganz kurze Schlussworte im öffentlichen Teil der Diskussion, und Magdalena Guttenberger hat sich schon gemeldet. Ja, ich wollte nur kurz einen Bericht abgeben, also betreffend meine Arbeit mit Herrn Hoffmann-Richter. Für diejenigen, die ihn nicht kennen, das ist der Beauftragte gewesen für die deutsche Sinti und Roma in Baden-Württemberg. Wir haben jahrelang, 20 Jahre lang Schüler besucht an den Schulen. Teilweise sind wir an solche Schulen angekommen, wo sie hervorragend von den Lehrern vorbereitet wurden. Was ich aber hierzu sagen möchte, wir haben aber auch daraus gelernt, all die Jahre, dass es auch Schüler waren, die ich nach Hause gekommen bin, wirklich, ich war entsetzt. Nur ein Stichwort, was fällt dir ein, wenn du hörst Sinti und Roma? Meine liebe Mitstreiter, ihr macht euch kein Bild, was wir in diese Veranstaltung an den Schulen dann erlebt haben. Deswegen sage ich, Aufklärung ist für die Zukunft unser aller sehr wichtig. Eigentlich ist das unsere aller Hausaufgaben. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken an meinen Bürgermeister und alle, die hier jetzt teilgenommen haben. Nach wie vor noch eine Geschichte. Jede Familie sind die Familie, ist sind die Familie für sich. Wir sind keine homogene Gesellschaft. Bitte nicht dran vergessen. Und die Zukunft betrifft uns doch wohl alle. Und ich denke, ihr seht das genauso. Und wie heißt das so schön? Lernen wir dazu und geben wir weiter. Vielen herzlichen Dank an alle. Und dass ich heute dabei sein dürfte mit meinem das ist mein, wie nenne ich dich jetzt? Nachfolge. Der Max Trapp. Vielen Dank. Vielen Dank, dass wir auch alle dabei sein durften und dass ja letztlich auch durch am Anfang deine und Christines Initiative das mit auf die Beine gestellt wurde, dass wir heute Morgen diese Matinee, auch das ist schön, dass wir dieses Format hier ausprobieren konnten, durchführen konnten. Und wir haben gesehen, es gibt sehr viele Themen, die jetzt auch zukunftsweisend angegangen werden können oder auch schon werden, in der Begegnung, im gemeinsamen Lernen. Wir haben gehört, Geschichtswerkstätten, und wir haben gehört, das Lager sichtbar zu machen und das gemeinsam diese Geschichte nicht nur dem Vergessen zu entreißen, sondern auch daraufhin zu befragen, was bedeutet das heute für uns, für unser gemeinsames Zusammenleben in der Stadt oder im Land. Einfach nochmal kurz der Hinweis, alle können gerne jetzt auch noch drin bleiben und werden dann sichtbar gemacht. Und sobald wir die Übertragung beendet haben, hier an dieser Stelle einfach nur noch mal einen großen Dank sowohl an die Fragesteller als auch natürlich an die Diskussionsteilnehmer, an alle, die heute Morgen sich eingebracht haben, um dieses so wichtige Thema Verfolgung und Erinnerung in Ummenwinkel, Sinti und Roma in Ravensburg, ja, gemeinsam miteinander zu diskutieren. Alles Gute.